Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Undertale. Im letzten Part haben wir die Spinne besänftigt und sind nun jetzt bei dem Metaton Resort, aber jetzt reden wir mal mit Sans. Ey, ich hab gehört, dass du zum Kern gehst. Mal weißt du das. Wie wär's, wenn du ein bisschen Abendessen isst mit mir? Joa. Cool, danke, dass du mir eine Überraschung machst. Ja, ich kenne einen Shortcut. Wow, wie ein Markert wie? Na, hier sind wir. Also, deine Race ist bald vorbei, ne? Du willst wirklich gern echt nach Hause. Hey, ich kenne das Gefühl, Bro. Naja, vielleicht ist es besser, um das zu nehmen, was dir gegeben wird. Ja, hast du sicher, hast du Essen, Getränke, Freunde? Das ist das, was du tun möchtest, wirklich so wert? Ah, vergiss es. Das ist mir egal, Bro. Hey, lass mich dir kurz was erzählen. Also, ich bin so ein Typ in dem Snowden gefallen, ne? Ich bin da draußen und warte auf Menschen. Ist ein bisschen langweilig. Naja, tief im Wald ist diese große, verschlossene Tür. Und es ist perfekt für Knock-Knock-Jokes. Also habe ich das einfach mal gemacht, wie immer. Ich klopfe an der Tür und sage, klopf, klopf. Irgendwann, auf einmal von der anderen Seite, höre ich eine Frauenstimme. Wer ist da? Also, natürlich, antworte ich. Naja, Geschirr. Welches Geschirr? Geschirr ist ein sehr schlechter Joke. Dann, naja, hat sie gelacht. Als wäre das der beste Witz, den sie seit 100 Jahren gehört hat. Also, habe ich das immer wieder gemacht und sie lacht immer wieder. Das beste Publikum, was ich jemals gehabt habe. Dann, nach sehr oft Malen, klopft sie und sagt, klopf, klopf. Ich sag, wer ist da? Die alte Dame. Welche alte Dame? Ah! Ich wusste nicht, dass du jodeln kannst. Wow. Diese Frau war sehr gut. Wir haben immer wieder Witze erzählt. Irgendwann musste ich leider weg. Papyrus ist natürlich ein bisschen scheiße, wenn er keine gute Nachtgeschichte erhält. Aber sie hat mir gesagt, mal ab und zu wieder zu kommen. Das habe ich auch getan. Und wieder. Das ist eine Sache jetzt. Irgendwelche schlechten Witze zu erzählen durch die Tür, ne? Ist geil. Irgendwann ist mir aufgefallen, dass sie nicht mehr so sehr lacht. Ich habe sie gefragt, warum das so ist. Sie hat mir etwas Seltsames erzählt. Wenn ein Mensch hier jemals daherkommt, könntest du bitte mir etwas versprechen? Pass auf sie auf. Willst du das bitte machen? Ja, ich hatte es Versprechungen zu machen, aber diese Frau, ich weiß nicht mal ihren Namen. Ja, aber seid da jemand, der meine schlechten Witze sehr gerne mag, dann kann ich einfach nicht nein sagen. Weißt du, was ich sage? Verstehst du's? Dieses Versprechen, was ich hier gegeben habe. Weißt du, was passiert wäre, wenn sie nichts gesagt hätte? Bro. Oh, ne. Du wärst tot, wo du gerade stehst. Hey, keine Sorge, Bro. Ich mach nur Witze. Übrigens, habe ich nicht einen tollen Job gehabt, dich zu beschützen? Ich meine, schau dich mal an. Du hast dich
einmal gestorben. Was meinst du damit? Bin ich falsch? Das war aber kein tolles Abendessen. Es gab nicht mal Essen. Ich habe ja nicht mal Messer und Gabel auf meiner Seite. Wow, das ist alles. Mach die Sorge um dich selbst, Bro. Irgendwann sorgt sich wirklich immer mal über dich. Geil. Moment mal. Wo geht er durch? Ich weiß es nicht. Es ist eine Pflanze. Als ich hier reingekommen bin, habe ich vergessen, eine Reservation zu machen. Und ich wollte nicht, naja, dumm aussehen. Also bin ich einfach reingekommen. Jetzt bin ich, naja, du wirst hier zum Schauen. Cool. Also, wir haben eigentlich solche komischen Labyrinthe mit Puzzles gemacht, um, naja, Menschenattacken zu schwächen. Jetzt ist es eine Tradition. Du kannst nicht zwei Schritte gehen, ohne irgendwelche Passes zu machen. Okay. Ich arbeite im Kern. Da drinnen ist ein Labyrinth von komischen, beweglichen Teilen. Heißt, wir können es umändern, wie wir wollen. Junge, das war lustig heute. Ich mag Puzzles. Ich bin der Comedian, ich bin sehr lustig. Leute lachen an meine Jokes. Nun, mein Sohn. Er möchte sein wie ein Comedian, wie sein Vater. Aber seine lustige Witze, sie sind nicht lustig. Er zählt diese scheiß Witze. Er ist ein peinlich für unsere Familie. Hahaha. Ist nicht lustig. Seitdem seine Mutter weg ist, kann er einfach nicht mehr. Ist er nicht mehr derselbe. Er lebt nur noch in seinem Zuhause. Außerdem ist mein Deutsch sehr scheiße, also kannst du bitte verschwinden? Dankeschön. Ich bin sehr schlecht im Übersetzen, Freunde. Das habt ihr jetzt anhand diesem Comedian da gesehen. Der war sehr, sehr lustig. Halt dein Maul. Willst du einen Tisch hier reservieren? Oder musst du natürlich deinen Sessel reservieren? Dein Besteck? Dein Essen? Mein was? Was soll ich? Ich verkacke beim Speichern. Willkommen in Metaton Resort. Hotlands größtem Apartment Hotel. Wenn du nur hier bist für eine Nacht oder einfach hier lebst, Metaton Resort ist der beste Ort zum Leben. Gehst einfach nur vorbei, scheißegal. Metaton Resort ist best am auch cool zum Vorbeigehen. Okay, das glaube ich weniger. Schau mal ein bisschen im Metaton Resort vorbei. Sieht sehr beschäftigt aus. Das glaube ich dem. Na. Du hast deinen Hotdog weggeschmissen! Er hat seinen Hotdog weggeschmissen. Ja, er putzt seine eigenen Flecken. Ah, Zimmerservice. Das Benzin im Tasen. Was? Könnt mich mal, ich habe nicht mal Geld. Ich bin arm. Ich bin arm und ich habe nix. Ich brauche Essen. Hast du Essen? Hallo. Ja, wir wissen. Der Aufzug zur Stadt funktioniert nicht. Deshalb haben wir eine spezielle Rate 200 Gold vom Raum.
interessiert? Nein. Willkommen. Das ist überteuert. Tschüss. Typ macht mir Angst. Ja, und jetzt müssen wir uns wieder essen gönnen. Das ist der falsche Weg. Hier geht's nämlich lang, Freunde. Hier können wir... Bin ich dumm? Hä? Ach so, hier! Ups. Ah. Ja, bei dem Typen waren wir doch. Schon davor. Der ist einfach am Wandern gewesen. Ich hab das Gefühl, wir erreichen den Part nix. Wir müssen auf jeden Fall schnell was zum Essen kaufen, ansonsten sind wir am Arsch. Wir haben ja schließlich alles an Muffet ausgegeben. Vor allem dadurch, dass die Steuerung so laggt bei meinem Laptop. Also sind wir gestern traumatisiert wegen der laggenden Steuerung rausgekommen und haben nicht ein Essen. Es war auch sehr, 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 sehr knapp. Es war sehr knapp. Ich weiß nicht, wie ich Sans machen soll. Ich glaube, ich mache das dann an meinem echten Handy und nicht mit einem fucking Android-Emulator. Ich glaube, wenn wir das Iglo nehmen, sind wir ein bisschen schneller dran. Und was ist das gerade mit dem Cut da? Das mag ich nicht. Moin. Warum laggt's so? Es gibt keinen Grund zu laggen. Sell. Ach Gott. Mehr habe ich nicht. So. Ich weiß nicht, wo wir was verkaufen können, aber vielleicht gibt's ja wen, ne? Dieser Briefkasten. Sehr verflucht. Dann gehen wir einmal wieder. Na! Zu oft geklickt. Gott, hör auf zu labern und mach einfach. Jo, bis dann und ciao! Warte, was? Du willst nochmal? Ja. Okay, dann eben nochmal. Was hast du jetzt schon wieder zu sagen? Tralala! Der Engel kommt. Tralala! Ja. Das glaube ich dir. Voll und ganz. Tolle Geschichten, die du da erzählst. Tschüssikowski. Okay, jetzt geht's wirklich weiter. Das war nur der Aufspann. Was? Der Aufspann? Der Abspann, wenn. Vollidiot! Okay, jetzt geht's weiter. Einmal. Reden wir mal mit diesem Vollidioten hier, was? Hey, hast du meinen Namen gemerkt? Jo. Was? Wie? Konnte ich so einfach besiegt werden? Ich werde ihm für immer merken, dass du es gemerkt hast. Ich habe ihn noch nicht mal gesagt. Okay. Warum ist das so ein weirder Cut? Da in der Mitte. Das mag ich nicht. Ich glaube, das Spiel kommt nicht mit meinen Aktionen mit, weil die so übertrieben krasse Aktionen sind. Hä? Wer sind die denn? Es sollte niemand hier sein. Ach, egal. Wir können uns darüber keine Sorgen machen. Müssen nicht. Okay, ab in den Kern. Freiheit? Das ist es. Nimm den Aufzug, um zum Kern zu kommen. Er funktioniert nicht. Was? Er sollte funktionieren.
Naja, dann gehe nach rechts und geh weiter. Okay, geh einfach weiter. Dieses Ding, dieses Loch, das ist nicht auf meiner Karte. Vergiss es, geh einfach nach links. Okay. Sehr interessant. Okay, so sollte ich dir einfach weitergehen können. Pass auf! Magic pops out of its head. Oh nein. Wir starren ihn. Ich glaube, reden ist die Lösung. Nein! Oh. Wir haben es geschafft. Das war knapp. Und warum sind hier so viele Monster? Ich meine, das ist kein Problem, ne? Wir müssen einfach nur weitergehen. Nur. Sieht aus, als könntest du nicht weiter, wenn du den Knopf drücken würdest. Aber die Laser würden aktivieren, wenn du das machst. Ich werde das selbst machen. Also, orange, orange, blau. Merkt ihr das, ne? Warten, bewege dich einfach bis zum dritten. Okay. Alles klar. Auch geht's dir gut? Ich hab dir die falsche Reihenfolge gegeben. Alles okay, ne? Lass uns weitergehen. Okay. Oh nein, eine Kreuzung. Ja, warte. Lass mich kurz nachdenken. Lass mich mal kurz mein Bubble-Buch aufmachen. Geh nach rechts. Warte. Ich glaube, du solltest nach oben. Mir wurscht. Okay. Nein, Ritter blockt dir den Weg. Singen wir mal. Du singst einen Song. Er sieht sehr müde aus. So, nochmal. Good night. Haha, der war lustig. Er schläft. Sorry, ich dachte, gehen wir einfach nach rechts. Und ich gehe mich einfach wieder heilen, weil ich wurde verletzt. Und das tat sehr weh. Also muss ich wieder zurück, um mich aufzuheilen. Ich muss ganz zurück. Gott. Geht das schneller? Verdammt. Tja, wir müssen komplett zurück. So ist das. Spaßig. Wir spielen das ganz normal, Alter. Okay, lass uns weiter nach oben gehen. Es scheinen uns noch keine wilden Pokémon Monster zu begegnen, aber ich weiß nicht, wie lange das so bleibt. Hoffen wir lange. Mehr Laser. Okay, ich werde diesmal nicht scheiße machen. Ich werde sie einfach deaktivieren und dich durchlassen. Sie geht nicht aus. Ich kann sie leider nicht ausschalten. Ist okay, ich habe das in Kontrolle. Ich werde einfach für den ganzen Raum die Power ausstellen. Kannst du einfach weitergehen. Okay, los geht's. Jo. Nice. Warte! Sie schaltet sich selbst da ein. Fuck. Das sollte eigentlich nicht sein. Ich werde sie einfach wieder ausschalten.
Wenn es ausgeht, geh weiter und dann stopp. Okay? Du wirst dich verletzt. Okay. Ha! Siehst du? Alles unter Kontrolle. Gar nicht weniger. Okay, du solltest. Ich weiß es nicht. Sieht nicht mehr aus wie meine Karte. Sorry, ich muss weg. Oh Gott, jetzt geht er einfach weg. Jetzt sind wir im Core Branch. Sieht sehr gefährlich aus hier, aber keine Sorge, das machen wir erst im nächsten Part. Denn jetzt wird's hart. Also, wenn ihr bereit seid, schaltet morgen wieder ein, wenn es heißt Let's Play Undertale. Ciao, Medau!